Ich habe mit 4,5 Jahren mein erstes öffentliches Konzert gespielt. Und das ging weiter in Salzburg bis zur Ausbildung, zur Reife. Und dann kam für mich der entscheidende Tag, wo ich merkte, dass die 2 Hände, die ich habe, nicht genug waren, um das ausdrücken zu können, was ich ausdrücken wollte. Und in dieser Bedrängnis hat mir mein langjähriger Freund und Mentor, Hofrat Baumgartner, gesagt, für dich gibt es überhaupt nur eines, du musst Dirigent werden. Und dann kam der Tag in Salzburg, wo ich zum ersten Mal vor einem Orchester stand, vor einem großen Sinfonieorchester und ein Konzert dirigieren durfte. Und da war es mir, wie wenn ich in eine lang ersehnte und lang erwartete Heimat plötzlich zurückkomme. Es war alles so natürlich, wie es sich abspielte. Und ich wusste, das ist das, was mein ganzes Leben von nun an ausmachen wird. Frage, meine Herren.